Es ist leider Fakt, dass es immer noch ein Schönheitsideal gibt für alle. Und das ist eben dünn sein und eine gewisse Hautfarbe haben, eine gewisse Haarfarbe, eine gewisse Augenfarbe haben. Das ist Garant für Erfolg. Es hat sich ein eigener Begriff in der plastischen Chirurgie geprägt, der heißt Snapchat Dysmorphia. Also Dysmorph, wirklich eine Veränderung sozusagen, eine Verzerrung. Ich sehe nur mehr die idealen Images und ich sehe mich im Differenzbetrag dazu. Also es ist immer was anderes, Social Media und Realität. Ich finde es einfach falsch, fake. Selbst vor Kindern macht dieser vorgetäuschte Schönheitswahn längst keinen Halt mehr. Viele Eltern machen sich mehr Sorgen denn je. Also ich denke schon, dass das beeinflusst, dass das die Generation beeinflusst, ja, auf jeden Fall. Aber wie sieht das vorherrschende Schönheitsideal eigentlich heute aus? Wie wird es von einer der größten Revolutionen des 21. Jahrhunderts, den sozialen Netzwerken, beeinflusst? Und wie verstärkt es den Schönheitswahn unter uns Menschen? Das sind alles Fragen, denen ich selbst als Social-Media-Nutzerin heute auf den Grund gehen möchte. Vor allem Jugendliche suchen während ihrer Pubertät nach Vorbildern und Orientierungshilfen, um ihr eigenes Körperbild und ihre Identität zu festigen. In den sozialen Netzwerken finden sie täglich neue Inspiration und visuelle Vorlagen für ein Körperbild, das in der Öffentlichkeit sozial akzeptiert und entsprechend nachahmenswert erscheint. Influencer sind dabei oft mehr als ein reines Vorbild. Durch die gewährten Einblicke in ihr Privatleben und oftmals auch die direkte Kommunikation mit den Fans schenken Jugendliche Influencern besonderes Vertrauen. Während Schauspieler oder Models oft unerreichbar scheinen, wirken Influencer viel näher, wie Freunde von nebenan. Menschen wie du und ich, heißt es meist. Die Generation Z versucht, dem Schönheitsbild ihrer Influencer-Vorbilder nachzueifern. Ungeachtet dessen, ob es in Wahrheit gefaked ist. Doch genau darin liegt die große Gefahr. Laut einer Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts MarketAgent.com sind nur etwa 4 von 10 Österreichern mit ihrem Aussehen zufrieden. Die Problemzone Nummer 1 bei den Befragten ist der Bauch. Deutlich dahinter folgen Beine, Brust und Po. Sie werden von etwa jedem 4. bis 5. Österreicher am eigenen Körper bemängelt. In Summe möchten die Österreicher 44 Millionen Kilo an Gewicht verlieren. Ich treffe Psychotherapeutin Martina Leibovici und frage sie, wie Social Media die Unzufriedenheit mit unserem Körper beeinflusst. Ja, Social Media verändert unsere Zufriedenheit oder ganz stark in die Richtung des dysphorischen Spektrums im Hinblick auf Unzufriedenheit. Wir haben nahezu keine jungen Mädchen in allererster Linie, die zufrieden wären mit ihrem Körper. Denn das Social Media gibt ein beinhartes Rasterungsschema an, was ideal ist und was Schönheit angeblich ist. Und die jungen Kinder, möchte ich fast sagen, sind dem einfach ausgesetzt. Die Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken hat zu einer neuen Form der Kommunikation geführt. Kommuniziert wird immer öfter nicht in Worten, sondern in Bildern. Man beeindruckt andere durch eine perfekte Erscheinung, erhält durch die Peer Group sofortige Rückmeldung und darf sich dank Likes und Followern akzeptiert und im besten Fall sogar bewundert fühlen.